Hier sind die Schlagerzahlen bei Gute Laune TV. Mein nächster Gast ist extra aus Wien zu uns hier nach München gekommen. Rico. Rico, erstmal schön, dass du hier bist. Servus. Hallo, servus. Herzlich willkommen. Wenn ich mir so ein bisschen deinen Lebenslauf angucke, du bist ja sehr künstlerisch begabt. Filmemacher, Fotograf, Musik. Das heißt, das wurde dir ganz, ganz viel Künstlerisches in die Wiege gelegt von Anfang an. Ja, das Künstlerische, das ist wahrscheinlich von meiner Mutter. Mhm. Also die selbst sehr grafisch begabt, die selbst Fotografin ist. Mhm. Habe ich das als kleines Kind eigentlich mitbekommen und ja, von daher rührt das wahrscheinlich. Das hört sich so an, als wäre bei dir wirklich alles handgemacht. Also da wird nichts der großen Maschinerie überlassen oder der Branche, die dann auf einmal sagt, oh, der Konsument will dieses oder jenes, sondern bei dir hört sich das alles sehr handgemacht an, sehr, das ist alles Rico. Also das ist nicht von irgendjemandem gemacht. Genau, das ist alles, das bin komplett ich. Es war nicht immer so, ich hatte ja früher auch Plattenverträge, wo die Plattenfirma dann gesagt hat, du ziehst das an, du sagst jetzt das, du singst jetzt das. Und ich bin eigentlich froh, dass die Zeit eigentlich vorbei ist, dass ich jetzt das alles selbst entscheiden kann. Und heute ist es so, dass ich sage, dass der Druck nicht mehr da ist. Mhm. Nimmt das Publikum das jetzt an oder nicht? Ich kann jetzt viel mehr probieren, versuchen. Mhm. Ich kann heute was machen und das Publikum sagt, du, das war jetzt nicht so der Renner. Dann macht das nichts, dann gehen wir einfach zum nächsten Projekt und lernen aus den Fehlern, die wir vorher gemacht haben. Also das heißt, du bist um einiges freier, du hast nicht mehr diesen Riesendruck und du kannst dich selbst ausprobieren. Genau, ganz richtig. Was Titel anbelangt, sowohl das Komponieren als auch das Texten und so weiter, das ist ja wie Kochen. Ich versuche gerade so voll den Übergang zu kriegen zu einer weiteren Freizeitaktivität von dir. Aber es ist tatsächlich so, also viele Zutaten ergeben ja zum Schluss das Lied. Du das ist bist wie Kochen. Begeisterter vegetarischer Koch. Veganer. Vegan sogar. Ja. Wie lange bist du schon vegan? Zwei Jahre jetzt. Wir haben jetzt 2 Jahre, ja, mit meiner Frau eigentlich gemeinsam dazu entschieden. Das war eigentlich zwischen Weihnachten und Silvester 2012 muss es gewesen sein, wo wir vor dem Fernseher gesessen haben und da war so eine Dokumentation über diese Massentierbetriebe und wo wir dann gesagt haben, so und jetzt hören wir auf mit Tierprodukten. Und da gibt's ja diesen, weiß nicht, ob du den kennst, Attila Hildmann. Attila Hildmann, genau, das ist ja in Deutschland der Vegan-Papst und wir haben mit Hildmann eigentlich begonnen. Ja, was ist der Vorteil, würdest du sagen, wenn ich vegan lebe? Also ich kann es ja nur von mir sagen, ich bin jetzt nicht jemand, der jemand anderen bekehren möchte, aber ich kann es jetzt nur von mir selbst sagen. Wir haben begonnen mit der veganen Ernährung und binnen ein paar Wochen, war ein viel höherer Energielevel bei mir da. Ich war früher oft müde untertags, das bin ich heute überhaupt nicht mehr. Also ich bin von früh morgens, vom Aufstehen bis abends zum Bett gehen, eigentlich konstant Energie. Unreine Haut hatte ich, die Haut ist besser geworden. Es ist einfach so ein schönes neues Körpergefühl, das man dann nach einigen Wochen gar nicht mehr missen möchte. Traust du manchmal noch einem guten Stück Steak hinterher? Es wäre jetzt gelogen, wenn ich sage nein. Also das stimmt schon ab und zu, gerade im Sommer, wenn so Grillereien sind unter den Freunden und so weiter und da liegt dann irgendwie ein Steaker auf dem Griller, dann denkt man schon, das wäre schon gut. Aber ja, wie gesagt, man möchte dann diesen veganen Weg, man möchte es nicht unterbrechen, man möchte es eigentlich weiter. Also der innere Ehrgeiz ist ja, schon da. Der Ehrgeiz, der... Eine Sache muss ich noch ansprechen. Stichwort Bravo Love Story. Ja. Die legendäre Bravo Love Story, mit der wir alle aufgewachsen sind. Du bist nicht nur damit aufgewachsen, du warst dabei. Ja, war ja auch hier in München, oder ist ja nach wie vor immer noch, glaube ich, Bravo hier stationiert. Ja, ich war damals bei der Bravo Boy und Girl Wahl, ich glaube 2000,
war das, wo Miriam Weichselbraun auch dabei war. Wir waren dort gemeinsam. Ich bin bis in die Top 20 gekommen. Sie hat ja dann gewonnen, hat eine Karriere gemacht, eigentlich von dort weg. Und ja, war eigentlich eine lustige Zeit. Für mich war das als aus Österreich kommend, das erste Mal in München und dann bei der Bravo, das war schon eine Riesensache. Also, ja. Großartig. Also im Grunde genommen, du hast schon in jedem Altersjahrzehnt hast du deine großen Highlights bisher schon gehabt. Ja, wenn du so, es stimmt eigentlich, ja. Ich nehme das definitiv als Highlight. Ja. Zum Schluss noch, einen Wunsch hast du frei. Was soll nächstes Jahr passieren, 2015? Ein eigenes Album. Also ich möchte ein Album veröffentlichen. Ja, das wäre eigentlich der Wunsch. Und natürlich, dass das Publikum das Album weiter so gut annimmt wie jetzt auch die Singles. Und damit sie die Singles noch besser annehmen, hören wir dich gleich nochmal. Ich sage erstmal vielen, vielen Dank, dass du da bist. Dankeschön für die Einladung. Eine gute Fahrt zurück in die Nähe von Wien. In die Nähe, südlich von Wien, 20 Minuten, nicht weit. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine freie Fahrt. Fahr vorsichtig. Und hier ist er nochmal. Hier ist Rico. Vielen Dank. Tschüss.